herzlich willkommen im Supermarkt-Simulator. Geht in eine weitere Runde. Und zwar können wir direkt den Laden öffnen, können meinetwegen nochmal gucken. Ich glaube, man sieht es irgendwo im Markt, oder? Die Problematik bei dem Spiel ist ja, dass man jetzt keine richtig gute Übersicht hat, hier gleich zu Beginn, welche Produkte heute im Preis gefallen sind und welche Produkte heute gestiegen sind. Aber ich meine irgendwo genau. Also die roten Nudeln sind gestiegen. Der 6er-Pack Milch ist gefallen. Die Scherzspiel-Tabs sind gestiegen. Mal hier können wir jetzt 3,40 Euro nehmen. Gerade bei den Tabs ist schon interessant, weil die recht teuer sind. Aber nee, die sind ja eh schon teuer. 21,30 für 21,50. Passt schon, ne? Und die sind gefallen. Das hatte ich aber auch schon mal nicht wieder reduziert. Genau, das war ja schon erledigt. So, ich habe noch ein paar Lampen, damit es ein bisschen heller ist hier, wenn ich da immer beim Kassieren. Das nervt mich, dass es so dunkel ist. Oh, ein bisschen mehr Licht hier in den Laden reinkriegen. Das wird doch gleich nochmal einen ganzen Schwung heller hier, oder? Mehr Licht für den Laden. Wo die Lampen, auch da würde ich mir Vielfalt wünschen. Da, also da, was es bei dem hier Restaurant Kebab Chef zu viel an Auswahl gibt, gibt es hier noch zu wenig. Aber wird kommen. Glaube ich. Ich mach mal den Laden offen, Leute. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, ich muss auch noch die Rechnung bezahlen, ne? Aber das ist der letzte. Oh, jetzt haben wir einen professionellen Kredit. Wir können 5000er Kredit aufnehmen. Müssten 325 am Tag zurückbezahlen über 25 Tage und würden somit insgesamt 8000, also 3000, nee, machen wir gar nicht sowas. Also Kredite, das kostet hammer viel Geld. Das kriegst du auch nicht wieder reingefühlt. Also den, ne? Du müsstest ja, also wenn man so einen Kredit aufnimmt, will man ja einen großen Mehrertrag daraus erzielen. Und den sehe ich bei dem Spiel nicht so richtig. So, wir sind schuldenfrei immerhin. Aber jetzt müssen wir nicht mehr täglich diese 400 Patzer Quetsche bezahlen. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Was? Was stimmt mit den Eiern? Die Eier waren zu teuer. Oh ja. Guck mal, da haben wir das doch rausgefunden. Die Eier sind mal irgendwann das Produkt, was zu teuer ist. Wobei einige das gekauft haben. Na, so ist es nicht. Noch gleich zur Arbeit oder was? Wie oft habe ich den eigentlich jetzt selber kassiert? Mal habe ich selber kassiert. Klopapier, Leute. Kartons sind immer so groß. Oh, dieses langsame Gepiepe von dem Kassierer, ne, ist auch so anstrengend. Einmal Shampoo geht noch. Wir können schon mal passend Geld raussuchen, Leute. Dann kommt gleich. Erdnussbutter für die Dame. Ich guck mal, bei den Lampen sind die Kartons weg, wenn sie leer sind. Stimmt. Sehr aufmerksam, der Herr. Firefighter. Ich glaube, bei den Regalen auch, ne? Also generell bei den Möbeln, glaube ich, ist das so. Ich glaube, die kannst du auch nicht wieder einpacken aktuell, oder? Ich weiß nicht genau, ob du die wieder abbauen kannst.
Was sind denn hier noch drin? Da ist nichts drin. Liegt ein leerer Karton. Hat jemand was rausgelootet wahrscheinlich. So, egal, Saft. Da ist das Hähnchen hin. Hähnchen mit Nudeln und Kekse zum Nachtisch. Hat einen guten Appetit. Was nicht schmeckt. Kaffeedurst. 4 Euro gibt's zurück. Bitteschön. Prost. Mach jetzt mal hier Kaffeepause. Ja, für Sie unterbrechen wir die Pause ausnahmsweise. Puderzucker habe ich gar nicht abgecheckt, ne? Oder nicht nachgekauft, weil es ist ja auch so da hinten im Regal. Das geht immer so ein bisschen unter. Was? 12,40? Du kannst das Geld zurücklegen, indem du Rechtsklick auf den Schein in der Kasse drückst. Aha, das ist ein guter Tipp. Mein Sohn hatte das ja auch mal gespielt und hatte auch zu viel rausgegeben. Und wusste nicht, wie er das rückgängig machen sollte. Hätte ich nämlich auch nicht gewusst. Piep. Piep. Wem machst du süchtig? Ich habe extra eine Website dafür gemacht, zur Unterstützung bei den Bestellungen, wo man einfach durch den Laden gehen kann und dann auf die Seite angeben kann. Ich muss um so eine Nacht mit dem PC hin und her zu rennen. Okay. Extra ein kleines Programm dafür geschrieben. Macht Sinn wahrscheinlich, ja. Wenn man sich da so reinsuchtet in das Spiel. Ich empfehle King of Retail noch. Also noch würde ich eher King of Retail empfehlen. Auch wenn es alt ist. Wenn man es aber nicht gespielt hat, sag ich mal so, würde ich es empfehlen, ne? Wenn man schon gespielt hat, ist das hier natürlich auch erstmal neu. Sieht besser aus. Bisschen schicker natürlich. Und wir haben jetzt hier nicht wie bei King of Retail, hat man ja nachher auch Elektronikgeräte. Da hat man Klamotten, je nachdem, welche Branche man alles bedient. Und hat ein wesentlich ausgeklügerteres... Ja, es ist einfach... Umso mehr ich davon rede, umso eher kriege ich wieder Bock auf King of Retail. Ist einfach so. Ich freue mich. Angeblich soll es hier einen zweiten Teil geben. Hoffe, der wird annähernd so gut wie der erste. Nicht ein billiger Abklatsch. Und der erste hat sich ja auch noch, seitdem ich das gespielt habe, extrem weiterentwickelt. Ich bin nur einfach auch nicht dazu gekommen, noch wieder komplett neu anzufangen. Und wenn man dann halt echt schon so 100 Stunden oder so in so ein Spiel investiert hat, dann ja, tut man sich manchmal schwer, wieder komplett bei neu anzufangen. Ne? Das ist ja... Man kann aber ein neues Savegame anfangen. Kann man nicht so einfach umziehen, denn wenn sich da so viele Sachen ändern. Ja, ich komme ja schon. Immer noch ein bisschen dunkel hier, ne? Oh, das ist ziemlich schattig jetzt. Ich fand das ganz praktisch, als mein kleiner Sohn letztens nebenan saß. Ein bisschen im Hintergrund. Das war auch ein bisschen nervig immer, ja. Aber er konnte sich auch immer noch mal zusätzlich zu mir auch noch mal 2, 3 Produkte merken. War das Einkaufen so auch ein bisschen einfacher, ne? Oder Zucker ist leer. Nö, es gibt auch keinen Puderzucker mehr, da kannst du lange suchen.
Was habt ihr euch, habt ihr alles weggekauft hier? So, noch einmal Joghurt. Einmal Butter. Käse ist ziemlich leer, Orangensaft ist ziemlich leer. Rote Nudeln sind ziemlich leer. Ja, Spaghetti einmal, zweimal die roten Nudeln. Spaghetti einmal, Puderzucker auf jeden Fall zweimal. Die Spaghettis. Blaues Mehl. Dringend. Ja, aber wir sind jetzt eh schon am Ende, ne? Ein Produkt, naja, gut, ein Produkt geht noch. Nach Jagel hoch, ja. Lass ein bisschen hier gucken, ob die hier Kampfjets noch einsatzbereit sind, oder? So. Gut, ich glaube, der Tag ist rum. Leider reicht es immer noch nicht ganz für die nächste Erweiterung, ne? Weil wir noch Produkte einkaufen müssen. Aber wir sind gar nicht mehr so weit weg, das muss man auch sagen. Gut, ich brauche bis nächsten Tag noch Reis, brauche die beiden Ölsorten wieder, wir brauchen Erdnussbutter. Dieses Bienenzeugs, alle Müslis, diese Kuchen, Schoki, Kartoffeln, Milchpakete, Toast, alles, 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 alles. Ach, Kraftungsmehl, was ist denn das Kraftungsmehl? Ist das das hier? Können wir jetzt für 92 erhöhen. Wollen wir unsere Rechnung einfach nicht bezahlen? Wie viele Kunden habt ihr denn so, wenn ihr das Spiel auch hier spielt? Wie viel habt ihr am Tag? Käse. Orange Juice. Fünf Jets, die wir haben, sind gerade zur Wartung, ja. Das ist dunkel, die können doch nicht, können doch nachts nicht fliegen, also. Wie dem Licht. Blendet zu doll in der Kabine. Haben wir. Dann haben wir auch. So, Pizza. Nö, das kaufe ich alles nicht. Passt schon. Wie gesagt, also Sprite könnte nur noch einmal und dieses andere Zeugs, ne? Aber hat das andere Zeugs, wird das nicht so viel geliefert? Das ist ja auch immer komisch halt. Da sind nur 12 drinne. Und da sind jeweils 24 drinne.
Vielleicht gut, einfach gegenlaufen. Hervorragend, Jenny. So, zweimal Erdnussbutter, zweimal Reis, jeweils Öl. So, zwei Erdnussbutter, ein Öl, ne? Oh, das war. Das steht, das bleibt auch einfach stehen, ne? Ins Gewahrsam nehmen, ja. Ach, da liegt auch noch was. Was ist das? Oh, der gute Kaffee. Zwei Pakete. Zwei Pakete Kartoffeln, einmal Milch. Ich hatte ja sowieso gesagt, ne? Jede Sorte Müsli noch einmal. Was brauche ich denn noch? Ja. Das war diesen Kekstüten und Schoki. Und meinetwegen nochmal Handseife. Klopapier. Ach man, no. Was soll man machen? Ja, wenn man. Ach, egal, ich sag nichts. Handseife, Klopapier und diese Kekstüten. So, erstmal den Müll rausbringen, Müll raus, neues Paket rein, Honeybees. Das sind Kartoffeln. Spaghetti würde theoretisch noch gehen. Einmal Schokolade. Einmal Toast, ne? Dann haben wir es aber auch. Toast,
Baguette. Und? Warten, dass ich nicht zu viel von irgendwas habe, ne? Und wegschmeiße. Also doch das, was noch im Karton drin ist, so meine ich. Okay, hier haben wir noch was im Karton. Das nährstoffreiche Toastbrot. Okay. Schau mal so, oder? Irgendwelche Vorschläge. Süßigkeiten ist halt knapp. Kaffee ist knapp, ne? Da machen wir noch ein paar teure Geschichten. Einmal Süßigkeiten. Einmal Kaffee. Kaffee Prost. Muss ich jetzt ja nicht sofort ordern. Aber wäre dann halt mit als nächstes dran. Ja. Aber ich kann noch einmal Wasser mitnehmen vielleicht. Ich weiß natürlich nicht, ob da noch irgendwo Wasser drin ist. Kann sogar sein, aber ist egal. Offen. So. Let's open the market. Let's make cash. Muss ich mal oben raufstellen? So wahrscheinlich, ja, okay. Danke für den Follow, moin moin. Gut. Open. Wie weit sollen wir jetzt vom Level? War das der Tag davor oder war es am heutigen Tag, wo ich geguckt habe? Verwaltung, Rechnungen, ne, hab noch nicht bezahlt, muss ich Rechnung noch bezahlen. 479 Mal habe ich jetzt kassiert. Und du kannst mal ein bisschen schneller arbeiten. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis dahin und tschüss.